Eigentlich müssten Sie schon längst hier sein, unsere Konfirmanden. Ich weiß, Sie wären jetzt wirklich gerne da. Aber wir dürfen nicht und wir wissen auch nicht, wann es endlich möglich ist. So gerne würden wir die große Feier starten. 2 Jahre lang haben wir sie vorbereitet. Wir haben uns darauf gefreut und doch müssen wir jetzt warten. Auf Konfirmation und Jubelkonfirmation. Und andere müssen auch warten, auf Taufen und Trauungen. Manche würden in dieser Zeit gerne mit vielen Freunden einen runden Geburtstag feiern, aber es geht nicht. Die Feier muss warten. Und das Problem mit dem Warten ist, nichts passiert, nichts geht vorwärts. Und dann die Ungewissheit. Wann geht es endlich weiter und wie? Warten müssen, das ist traurig und es kann enttäuschend sein. Liebe Gemeinde, liebe Konfis, können wir etwas tun, damit uns das lange Warten nicht entmutigt und zermürbt? Und damit uns das dauernde Warten nicht die Freude nimmt? In der Bibel gibt es ermutigende Worte für Wartende, zum Beispiel aus Psalm 27. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Darum hoffe auf den Herrn. Sei stark und fasse neuen Mut. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Das ist so eine Art gebetete Selbstermutigung. Wenn ihr jetzt fragt, ja, wirkt das denn? Dann hört auf ein Gleichnis von Jesus, in dem das Warten auf Gott eine besondere Aussicht hat. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land. Dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein, und die Saat geht auf und wächst. Der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Was für eine interessante Möglichkeit. Ein Warten, das auf Gottes Zusagen hört, bringt ganz von selbst gute Früchte. Darum sagen wir doch solche ermutigenden Worte uns selbst und anderen. Und so ein Konfirmationsspruch vielleicht. Oder einen anderen ermutigenden Vers, vielleicht die Losung des Tages. Das Gleichnis von Jesus sagt uns, ganz von selbst werden gute Früchte daraus wachsen. Auch wenn wir nicht wissen, wie. Und die Gegenwart Gottes wird in unseren Herzen daraus neue Hoffnung stiften. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, es fällt uns schwer zu warten. Die Ungewissheit belastet uns ganz besonders. Die Ungewissheit, wann das Leben wieder frei und unbeschwert weitergehen wird. Die Ungewissheit, wann und wie wir wieder fröhlich miteinander feiern dürfen. Besonders schwer wiegt die Ungewissheit, wenn wir auf eine Diagnose warten. Was bedeutet das Ergebnis für uns oder für einen Menschen, der uns am Herzen liegt? Und die Ungewissheit, wenn die Krankheit uns oder einen nahen Menschen betrifft, wenn die Behandlung nicht hilft und das Fieber bleibt, wenn wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir nicht wissen, was wir denken sollen oder was wir noch tun können. Sei bei uns in dieser Ungewissheit, Gott. Hilf und bewahre die, die uns helfen. Und lass uns in dieser Zeit des Wartens zu guten Früchten der Hoffnung werden, die selbst in andere Herzen Hoffnung säen. Amen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Licht habe ich entzündet, damit es in dieser Zeit mancher Ängste und Sorgen nicht zu finster, nicht zu dunkel wird. Ein Licht der Fürbitte, ein Licht des Gebetes für jene, die jetzt in Ängsten sind.
Eine Zeit, in der wir eigentlich alles andere erwartet hatten, als dass Menschen sich ängstigen würden. Am kommenden Sonntag wäre Konfirmation gewesen, ein großes Fest. Und es wurde so gründlich vorbereitet mit so viel Liebe. Und wir haben so sehr darauf gewartet. Einer wartet ganz gewiss auf uns und er hat ganz viel Geduld, nämlich Gott selbst, der sein Ja zu uns spricht, bevor Konfirmandinnen und Konfirmanden bei der Konfirmation ihr eigenes Ja sprechen. Er hat es schon gesprochen bei der Taufe. Und dieses Ja gilt in guter und in schwerer Zeit gleichermaßen. In Zeiten der Freude ebenso wie in Zeiten der Ängste. Auf dieses Ja können wir uns verlassen. Es ist schön, dass wir einen haben, der immer Ja zu uns sagt und mit uns unterwegs ist auf allen unseren Wegen. Auf den können wir schauen, vertrauensvoll, denn er ist, wie Jesus Christus von sich selbst sagt, das Licht des Lebens. Und wir müssen nicht im Finstern tappen, auch wenn es uns noch so dunkel zu sein scheint. Und so wünsche ich uns in aller Zeit seinen Segen und dass wir die Erfahrung machen, seine Güte ist unendlich und er ist mit uns. Jesus Christus, Licht der Welt. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Und bevor ich es vergesse, wir haben da noch was für unsere Konfirmanden. Da kommt noch was. Vielleicht habt ihr schon in eurem Briefkasten heute Morgen geschaut, vielleicht auch noch nicht. Schaut doch mal nach. Da kommt noch was für euch. Eine kleine Saatmischung zur Erinnerung, dass wir Hoffnungsworte aussäen dürfen in das Leben und in die Herzen von anderen Menschen. Kann man in den Blumenkasten einsäen oder in den Garten, wo es gerade passt. Und Blumen tun der Seele ja auch gut. Auf Wiedersehen.